Ja, Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Jawohl, langes her, Leute. Echt, mittlerweile schon Monate vergangen, oder? Ah, definitiv. Also über einen Monat ist es schon. Man muss aber auch sagen, in dem Spiel selbst hat sich nicht wirklich viel getan, bis auf ein paar texturelle Veränderungen. Wir sehen zum Beispiel mal das Inventar. Wir sehen, dass jetzt Waffen und so rot hinterlegt sind, Health-Zeugs ist gelb und alle anderen Sachen sind so blau, Futter ist grün. Ja. Ein bisschen von diesen Propaganda-Bildern hier. Und es gibt Texturfehler, wir gucken uns das mal an, ich flieg mal schnell rüber. Hier zum Beispiel, schöner Texturfehler. Oh, oh. Ansonsten sind ein paar schärfere Texturen dabei, also wenn man jetzt zum Beispiel unter die Erde geht, wie ich letztens da hinten genau, von hier kam ich nämlich, wo ich mich runter, genau deswegen, ach da, genau. Klar, wir haben uns mal, ja hochgebombt. Die Erde und so sieht schon ein bisschen schärfer texturiert jetzt aus. Ah, natürlich. Aber an und für sich ist wirklich kein größerer Inhaltspatch mehr rausgekommen. Als hätten die Entwickler gesehen, ach guck mal, die beiden machen nichts mehr, also bringen wir auch in der Zeit nichts raus. Erst wenn sie wieder anfangen, dann patchen wir auch weiter. Stellt euch vor, pass auf, wenn wir jetzt wirklich weiterspielen, kommt übermorgen der nächste Patch. Ist echt so. Ich glaube, dann brüll ich los. Aber wie, ey? Ne, es ist schon ein bisschen knackiger von der Texturen, klar. Ja, natürlich, klar. Ich meine, schau mal zur Sonne. Ich weiß, jetzt macht's Klick, was neu gekommen ist. Pass auf. DM. So, und jetzt schau mal. Also damals war es ja so, nachts hatten ja diese Objekte keine Schatten. Ja. Das ist ja jetzt nicht mehr. Die haben ja jetzt Schatten. Was up. Hui, Entschuldigung. Das ist ja keine. Ui, okay. So. Siehst du das? Jetzt schauen wir zum Mond. Das sieht schon ein bisschen prall gefiltert aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Objekte haben jetzt Schatten und alles. Also es sieht schon ein bisschen stimmiger aus jetzt noch. Ja, stimmt. Es ist nicht mehr ganz so. Okay, stimmt, wir haben auch Schatten. Beziehungsweise du hast Schatten, ich habe keinen. Doch, also ich sehe meinen eigenen auch nicht, aber ich sehe deinen. Okay. Scheuert. So, wir machen das mal wieder zurück. So. Die blenden nicht immer so. Och, schau mal, Kick, da drüben. Komm mal mit. Was ist das denn? Ach, guck mal. Pfote. Die fliegen mal hin. Stimmt, die kommen ja um 9 Uhr oder 12 Uhr. Schießt du? Ja. Ja. Ach, hier drüben ist ja noch eine Kiste. Ich will mal trotzdem zu der Kiste gehen. Jo, Leute, aber ansonsten wie gesagt, ist inhaltlich leider nicht mehr viel passiert. Deswegen ist auch mal momentan so eine kleine Pause bei uns. Wir wissen jetzt gar nicht, was wir genau machen können. Wir könnten jetzt versuchen, ein paar Parts noch irgendwas lustig zu bauen. Weil, so wie die Content-Updates kommen, haben wir vielleicht ein bisschen Zeit sogar. Da hätten wir theoretisch Zeit, ja. Aber wir wollen ja so. Unser Haus am See zu vervollständigen. Ist das überhaupt noch? Ich glaube, der Server ist doch mittlerweile neu gemacht worden, oder? Wir haben noch gar kein Haus am See mehr. Ich glaube, kann sein, ja. Ich weiß es gar nicht mal, ich bin da gar nicht mal so aktuell. Fangen die Box mal im Flug ab? Ja, aber dann fällt alles raus. Ach so? Okay. Glaube ich zumindest. So, wenn ich das jetzt wegdrücke. Wow! Ganze Zeug, wo ist es hin? Na, hier liegt doch alles. Hier liegt Zeug, Home Glass Jar Painkillers. Und eine Pistole. Ja, ich nehme einfach alles mit. Schön, schön, schön. Schön toll. Ne, wo war denn unser Haus am See? War doch direkt, wo war denn das? Gebietstechnisch ist nichts Neues passiert? Nee. Das ist noch genauso. War das da oben, das Ding, im Norden? Wir waren im Winter, waren wir. Im Winter? Ja. In der Nähe von der Ich glaube bei Bell dort in der Nähe. Arrowhead Bell, dieses Militärstützpunkt da. Und da ist doch dieser See da. Bei Bell. Das Ding meinst du, der See bei Bell oder der See bei... stimmt, der bei Bell müsste es sein, wa? Bei Bell müsste es gewesen sein. Wollen wir mal hingehen gucken? Oh, ich glaube, wir haben ja mittlerweile die Server komplett neu gestartet, oder? Ich habe keine Ahnung. Fliegen wir hin, dauert eh nicht lange. Wir haben ja eh nichts zu tun, Leute. Tut mir echt leid, aber wie gesagt, dadurch, dass ja inhaltlich, wie gesagt, gar nichts Neues passiert ist, können wir im Prinzip auch nichts machen. Ja, wir werden auch bald irgendwann ein Päuschen einlegen. Vor allem, wie gesagt, aus meiner Sicht, guck dir das mal an. Das ist ein reiner Texturfehler, das Ding. Ja. Das kann sein, weil vielleicht wieder neue Patch dazugekommen ist, dass man das wieder neu machen muss und... Ah, ja, hast du genommen, die Map neu laden müsstest, theoretisch. Wie gesagt, also irgendwie ist das ja alles nicht so, wie es sein sollte. Deswegen, es ist schon nervig, wenn man immer wieder neu anfangen muss und immer wieder neu. Weil ich meine... Andere Leute sagen ja irgendwie, das wäre nicht so. Also du müsstest eigentlich theoretisch nur... Hier sind überall Texturfehler auf dem Boden. Irgendwie müsste es so funzen. Bei denen sagen sie, es funzt so, aber keine Ahnung. Ja, aber man sieht's ja, es funktioniert eben nicht. Also da habe ich wieder kein Glück. Ich weiß es nicht. Ne, irgendwie nicht.
Keine Ahnung. Aber egal, wir haben noch ein paar andere Spiele zur Überbrückung. Contagion war ja auch so ein Reinfall, auch so ein Fehlkauf. Es gibt immer so viele Fehlkäufe. Es ist so furchtbar. Ich warte jetzt wirklich nur, bis irgendwelche Summer Sales sind oder eben, bis ich irgendwas gesponsert kriege, ganz ehrlich, weil ansonsten lohnt sich das gar nicht mehr, irgendwie Early Access zu unterstützen, weil die meisten bringen irgendeinen Scheiß raus und wuppen dann irgendeinen Kack, der überhaupt keinen Nutzen hat. Richtig. Also gerade von unbekannteren Entwicklern, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel wie bei H1Z1, da ist Sony dahinter. Ja gut, da weiß ja definitiv, da ist Qualität dahinter, da haben die eine feste Engine, weißt du? Ja. Ist eben das Problem, meine Contagion und so hat auch richtig geil, aber der Trailer hat mehr versprochen, als es im Endeffekt im Spiel war. Ich verstehe es aber nicht, warum die machen sowas machen. Warum locken sie irgendwelche Leute an? Die wollen Geld haben. Ja, aber das ist doch, Schiss ist das doch. Der ist es nicht. Moment. Nee, weiter hoch. Noch ein Stück höher, genau. Ja, ist halt so ein Ding für sich. Deswegen warte ich. Das finde ich auch sehr erstmal. WTF. Geile Bäume. Wenn man näher kommt, dann kommt sie, aber das sah gerade eben so sah furchtbar aus. Wenn also, ich war ja auch so 2D-platt, ja? Ja, ja. Nee, das ist, nee, ist nicht mehr. Das ist ja nicht der See. Ist es auch der See gewesen? Wie sieht das denn war das der Militärlager See, ne? Aus? Lol. Roter Boden. Und, Sache, es hat sich verändert. Wir hatten noch früher hier so ein längliches Haus. Jetzt haben wir hier 3 kleine Zelte. Ich war ja letztens schon mal hier auf dem fremden Server. Ja. Und der Turm ist auch weg. Das ist hier ein großes Zelt jetzt. Finde ich sehr schade. Ich fand das mit dem Turm oben eigentlich ehrlich gesagt besser für unsere PvP-Runden. Mhm. Denn wie wir den Keller da unten gebaut haben, ach, das war schon Nostalgie, Leute. Leider entwickelt sich das Spiel gerade nicht wirklich weiter. Aus dem Grund ist es halt sehr schade, dass wir aktuell nicht wirklich viel machen können. Weil es keine Neuerungen gibt und man könnte was machen, aber wenn man dann sowieso alle paar Male irgendwie Server neu starten muss und so. Sag mal, wie hält denn der aus? Schon krass. Stirb mal. Oh. So. So ekelhaft. Das Klickern, das ist also ekelhaft. Klingt wie so ein Predator. Mhm. So ein wichsendes Eichhörnchen. Ja, so ist sie das halt aus. Was wollen wir denn machen? Eigentlich? Ich weiß nicht, wir können es gegen den Kopf schießen oder so. Wir fangen. Ich habe Hunger durch. Ich muss auch noch mal schnell was saufen. Ich muss aber erstmal gerade. Wie gesagt, ich habe mir jetzt auch Neta geholt. Ich glaube, der Dave und ich, wir werden in Zukunft etwas mehr Neta vielleicht zocken. Können wir gerne machen. Wenn es überhaupt irgendwas Interessantes im Spiel gibt, was man erledigen kann oder so, ist es denn. Kann man da irgendwie. Geht das? Oder ist aktuell so ein bisschen so. Mäh. Neta an sich ist. Wie soll ich dir das erklären? Also, es ist schon halt wie. Wie war's? Wie war Set, sage ich jetzt einfach mal so. Nur anders. Schlechter Vergleich, aber. Es gibt halt keine Zombies, sondern es sind halt diese, ich sag jetzt mal, Monster, Dämonen, keine Ahnung, was es ist. Also wenn die Alien, Dämonen, Monsterviecher. Irgendwie, keine Ahnung, gedöhnt irgendwie. Die einfach mal überlebt, so. Ey. Wenn du halt denen begegnest, dann solltest du lieber rennen, weil die können sich teleportieren. Okay. Also aber nicht einfach wie die Zombies in Warts. Nee, ja. Und du kannst auch, ja, ich sag jetzt mal, Aufträge erfüllen. Also, dass du halt ein Paket von A nach B bringst und die ganzen Safe-Zonen schaffst und dann kriegst du Geld dafür und für dieses Geld kannst du eben Waffen, Teile kaufen, die du dann ja wieder zusammenbauen musst oder du erlegst diese Monster, dafür bekommst du auch wieder Geld und Erfahrung und. Okay. Und du kannst deinen Charakter leveln, alles auch dein Account level leveln. Okay. Das bedeutet, das was im Account ist, diese Level, die bleiben permanent. Also kriegst du halt einen Bonus von, ja, du kannst 2% mehr tragen oder, was weiß ich, kannst 5 Sekunden länger sprinten oder irgendwie sowas, weißt du. Das bleibt ewig, aber der Charakter, wenn der stirbt, dann stirbt er. Da musst du wieder von Null anfangen, weißt du. Okay. Aber so an sich, es macht schon Spaß. Weißt du, es gibt auch solche Loot-Dinger, sage ich jetzt mal. Die leuchten halt so weißlich und dann gibt's welche, die so golden schimmern. Und die goldenen kannst du nur öffnen, wenn du halt so einen Goldschlüssel hast. Den kannst du entweder mit Echtgeld kaufen oder mit Ingame-Geld. Ach, das ist doof hier gerade. Was machst du denn? Ich hab grad was versucht, aber. Ist egal.
Machst du wieder hier keltische Ruinen? Ja. Die keltischen Zeichen. Was machst du? Ich wollte eigentlich uns eine Kampfarena bauen, auf der wir uns gegenseitig beschießen, aber es ist ja hier physikalisch alles leider korrekt in diesem Spiel. Ich hab ganz vergessen, es ist ja kein Minecraft. Ich spiel mal Minecraft. Ja, wurde ich auch schon gefragt. Oh, Alter. Sorry, Leute, aber nichts gegen Minecraft. Ich an sich nee, Minecraft Spiel, ist, aber. Minecraft ist nett, klar. Let's Play? Nee, danke. Du musst es nicht übertreiben. Willst du eine Kampfarena bauen? Ja, dann bau doch eine. Mach ich ja gerade. Oh, ich hab einen falschen Stein, aber ist egal. Ich hoffe, ich baue das jetzt so richtig. Du einfach nur so ein bisschen links, rechts, geradeaus quasi. Mit Lücken. Es muss ja nicht gefüllt sein, es kann auch Lücken haben. Dass wir rüberhüpfen müssen. Wie mein Gedächtnis, genau. Komm, ist naja, ja, wenn das an, schon ist wieder. Soll ja nicht komplett, es kann auch Lücken haben. Also es soll nicht komplett eine Fläche werden, sondern so Schnörkel ja, und sowas. Ich weiß, ja. Verstehst du, dass wir so quasi gegenseitig runterschubsen müssen. Unten bauen wir da ganz viele Spikes hin. So, Mortal Kombat Kampfarena, weißt du? Okay. Verstehst du mich? Ich verstehe, was du willst. Genau so. Simple as fuck und die ist höher als, ja. Ja, kann auch ein bisschen höher, müssen wir hochhüpfen müssen und so. Ne? Das oben. Da haut mich ein böser Zombie. Oder bist du das? Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Gut, aber so, verschiedene Ebenen und so. Dann hat irgendeine Nahkampfwaffe, ein Stock oder so. Keine Ahnung. Gibt's ja. So, ich mach das hinten mal voll. Was war das denn? Achso, ich dachte, warst du. Nee. Kann Nickelchen. Ist gestorben durch Landmine. Oh, armes Häschen. Ich bin ja auch am überlegen, ob ich Arma 3 hole. Arma 3? Ja, wegen Breaking Point. Das soll ja das bessere DayZ sein. Echt, ja? Ja. Weil was du da schon machen kannst, alter Verwalter, du kannst Hunter spielen, du kannst, ich kann mir das gar nicht alles merken. Es sind jedenfalls 5 Klassen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und du darfst halt deine eigene nicht erschießen, sonst gibt's Minuspunkte, aber du kannst dafür wieder andere erschießen und Hunter erlegt wieder die anderen, die wieder die anderen erschossen haben und das ist riesig und komplex ist das. Okay. Ich bin echt am Überleben. Klingt interessant. Oh Mensch, diese Zombies hier unten gehen auf den Sack. Pisst euch. Und die Performance soll halt auch ziemlich geil sein. Ich glaube, ich bin dafür extra so ein teures Armor holen, aber ja, Armor ist jetzt schon nicht günstig. 30 Euro. Ja, also wenn man halt. Ich wäre nicht so teuer. Ja, ich spiele das eigentlich sonst nichts bietet. Also aus meiner Sicht, ich bin ja kein Militär-Shooter-Freak. Ich auch nicht. Aber es gibt ja auch noch andere Mods wie Altes Live zum Beispiel, weißt du. Ja, stimmt, Altes Live, das zocken ja eine Menge Leute momentan. Ich habe da mal reingeschaut, das ist eine geile Idee eigentlich. Wenn so andere Spieler Cops sind und du darfst das nicht machen und dann wirst du da festgenommen und so. Es ist schon, wie du das mal erklärt hast, wie hieß das? Ultima Online? Wie ist das so? Naja, hat mir jemand das mal in die Kommentare geschrieben auch. Ja. Dass das so ähnlich sein soll. So ungefähr ist das auch. Es sieht an sich geil aus, muss man definitiv sagen. Es ist eine Modifikation für Arma 3. Ja. Jo Leute, dann wisst ihr, was ihr dem mit mir schenken könnt. Steam-Account habt ihr ja? Also, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid? Dann ab auf die Wunschliste mit Arma 3 und dann geht das los. Vielleicht kommt ja auch im Sommer-Sale noch was raus, dann habt ihr ja ein bisschen weniger Geld auszugeben. Ja, könnt ihr uns ein bisschen was spenden. Ja, echt vollkommen. Ehrlich, ey, ganz ehrlich, wenn so jemand wie Freaky permanent in seinen Livestreams beschenkt wird, der hat von einem 300 Euro oder 200 Euro oder sowas gesponsert bekommen und ich denke, was ist denn mit den Leuten nicht richtig? Ich meine, wenn man so jetzt sagen wir mal, es gibt ja viele Streamer oder so, die mal so 2 Euro, 5 Euro, das ist akzeptabel. Ja, ich meine, auch wenn es ein größerer Streamer ist und man ihm mal vielleicht ein schönes Geschenk machen will, aber Problem ist bloß, er kriegt ja durch den Stream auch schon eine Menge Knete, so ist ja nicht. Ja, natürlich. Aber gut, wenn man halt so ein Set nicht schenken kann, gut, warum mal 5 Euro mal nicht, das ist ja mal, gut. Aber 300 Euro?
200 oder eben wirklich Spiele geschenkt und sowas, wo ich mir denke, also wow, in Massen teilweise, die kriegen ja echt massenweise. Er hat an einem Tag, glaube ich, 3-4 Spiele geschenkt bekommen von einem Typen. Wow, ganz ehrlich, warum kriegen Livestreamer viel mehr geschenkt als Let's Player? Das verstehe ich immer nicht. Nicht, dass ich irgendwas geschenkt haben will, Gott bewahre Leute. Ich meine, das ist jetzt in Ordnung, ich will jetzt nicht betteln, ich gibt schlimmere Leute. Also ich kenne Leute, die betteln gerne. Ich bin kein Bettler, weißt du, ich kaufe mir das lieber durch das YouTube-Geld. Ich habe zwar gerade aktuell keins, weil ja alle ihren scheiß Adblocker benutzen müssen. Ja, das geht mir genauso. Das ist. Tja, Leute. Weniger Adblocken, mehr Spiele. Richtig. Ist einfach so. Dann kann ich mir auch mehr leisten, was ich jetzt playen kann. Richtig. Also macht das scheiß Ding aus. Ich muss sagen, ich benutze das Ding auch. Ist ganz ich klar. Gar nicht mehr auf YouTube. Ich benutze es selber nicht mehr. Fuck! Ich muss sagen, ich benutze es noch bei Let's Playern, die ich nicht kenne. Ja, nee, bei mir ist es so, dass es YouTube ausbremst allgemein. Das ist zwar nicht spürbar, aber YouTube wird dadurch leicht ausgebremst. Ja, aber es ist... Gerade wenn es um Kommentare laden geht, die Kommentare laden bei vielen Leuten ewig und dann wundern sie sich, YouTube hängt wieder rum, sag ich einfach, macht euren Adblocker aus, dann hängt YouTube auch nicht mehr. Es ist nun mal so. Echt so? Echt so. Wenn oft YouTube hängt, dann ist es meistens nicht die Schuld von YouTube, sondern von irgendwelchen Addons, die ihr installiert habt. In der Regel immer Adblock, weil Adblock blockiert ja nicht nur die Werbung, sondern auch einige Scripts. Achso, die mit der Werbung natürlich verankert sind, aber wenn die Werbung nicht lädt, dann lädt auch alles andere nicht. Weil in der Regel erst die Werbung geladen wird. Richtig. Und so schlimm ist es meistens, wenn es so eine ADHS-Werbung ist, wie aktuell diese komische Pizza-Typ-Werbung, die immer nur pam pada pam 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 pada pam pam. Weißt du, wo ich mir denke, das ist keine Werbung, das ist einfach nur ADHS. Ja, in Videoform gepresst, weißt du? Sowas regt mich auf. Das ist dann schon nervig. Wir bauen hier irgendeinen Mist zusammen. Nein. Aber gut, ich meine, das ist Kunst! Das ist Leku, Kunst! Ja, Kunst, die du jetzt zusammenbrechen lässt. Alter. Was, gerade ein Foto? Was? Ich kann gerade ein Fotoapparat. Nee. Ich hab grad ein Fotoapparat-Klipsen gehört. Was soll denn ein Video sein? Das klang wie ein Oder bin ich bescheuert? Hast du wieder gesoffen? Nee, ich bin komplett nüchtern. Ich hab nicht mal Alkohol im Haus. Gar keinen, nicht mal Bier. Also ich hab bloß mein Inventar aufgemacht. Deswegen muss ich ja einkaufen gehen. Ach so, alles klar, verstehe. Was wird das hier? Ich hoffe, das hält. Ich hab keine Ahnung. Ich mach sie auch mal ein bisschen dicker. So. So. Das sieht schon ganz cool aus, so ein bisschen. Da kann man auf jeden Fall hin und her hüpfen und dann wegrennen und springen und ist schon so. Ja, doch. Keinen Sinn. Wir können es ja mal versuchen. Jo, ne? Was nehmen wir da für eine Nahkampfwaffe? Ich hab eine Fire Axe. Boah, das ist unfair. Dann kann man hier auch rüberhüpfen, siehst du? Hupp. Alle hopp. Und hopp. Uah! Das war schon wieder ein Fotoapparat. Sorry, ich hab hier keinen. Was hast du gerade gemacht? Ich hab mein Messer ausgewählt. Warte mal. Leute, ihr habt's doch auch gehört, das klang wie ein Fotoapparat, oder? Wie so ein altertümlicher, richtig mit Klick, was richtig Knipsgeräusche macht. Ist schon gut, Luna, ist schon gut. Wir verstehen dich. So, wollen wir das dann also im nächsten Part machen oder wir sind bei 18 Minuten jetzt? Stimmt, ja, dann machen wir, haben wir jetzt gerade ein bisschen gebohrt und geschnattert und jetzt machen wir im nächsten Part dann vielleicht ein bisschen. Liebe Action. Ein bisschen Action. Action. Laufen. Dann das Wort zum Sonntag, Dave. Penetrantes Arschgeweih. So. Das ist ultra sexy. Wie kann ein Arschgeweih penetrant sein? Hast du mal deinen Arsch angeschaut? Aber es geht doch nicht um den Arsch, sondern um das Geweih. Ja, aber das ist ja. Das Arsch sieht ja schön aus. Das Arsch, genau. Das Arsch sieht schon das aus. Das Arsch sieht auch schon wie Geweih, Alter. Sure. Schuttiger Lauch. Walla, halalal, sure. So, also. Achmed. Dann verabschiede uns. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns. Bis dahin. Ja, tschau. Warum ruckst du jetzt bei mir? Hilfe. ETF. Okay. Egal, ich beende die Aufnahme. Tschüss.